Herzlich willkommen noch einmal und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt für unser heutiges Meetup zum Thema Hyperledger Avalon. Sicher eines der eher exotischeren Themen, die wir in letzter Zeit hatten. Letztes Mal ja Digital Identity, eher in den Medien vertreten und eher etwas, über das man momentan spricht. Bevor wir mit dem Thema starten und zum Ivan rüber wechseln, ganz, ganz kurze Community-Updates, nichts Großartiges. Wir nähern uns dem Jahresende, aber ganz, ganz wichtig zu erwähnen, Hyperledger, das ganze Hyperledger-Projekt ist mit Dezember 5 Jahre alt geworden. Yeah. Also unglaublich erwachsen quasi schon. Quasi halb so alt wie Bitcoin. Und insofern eigentlich ein cooles Zeichen, weil das zeigt wirklich, wie erwachsen die ganze Szene geworden ist. Und vor allem auch, wenn man jetzt so zurückschaut, in 5 Jahren, in der IT 5 Jahre, ist jetzt gar nicht so sehr die lange Zeit. Und was da alles passiert ist, fantastisch. Viele Projekte gelauncht, viele, die wirklich schon, oder viele, viele, viele große Produktionsnetzwerke, die da am Laufen sind. Wir reden davon von Tradelands, von Food Trust, also gerade im Supply Chain-Bereich enormes enorme Adaption und vieles, und das ist eigentlich das Schöne dran, es wird jetzt nicht so wie das Internet, das läuft im Background, das ist quasi jetzt Internet-Infrastruktur, wenn man so möchte, die sich etabliert hat, und genau dort wollten wir hin, und wir haben noch viel vor uns, gerade wenn es in Richtung Skalierung geht und Sicherheit, da eben das heutige Thema ganz, ganz passend. Aber ja, um noch einmal auf die 5 Jahre zu kommen, es gibt da gerade so eine Serie. Also wenn ihr auf den Link geht, 5 Years auf Hyperledger.org. Diverse Panel-Diskussionen, auch mit Brian Behlendorf von der Linux Foundation und so weiter und so fort, zu ganz, ganz interessanten Themen. Central Bank Digital Currency ist eines der nächsten, was ich so gesehen habe. Man kann sich auch für ganz wenig Geld und sogar für Discounts, was ich so mitbekommen habe, Hyperledger-T-Shirts bestellen, also ein bisschen Swag. Also einladen, um entweder live dabei zu sein bei den Panel-Diskussionen oder dann bei den Replays einfach nachzuhören. Neben den 5 Jahren wurde auch, und das habt ihr beim letzten Mal schon gehört, die dabei waren, gelauncht ein Newsletter. Absolut wert zu subscriben, ist einer, der euch vielleicht 1 Minute in eurer Woche kostet, der euch aber enorm viel bringt, um einfach am Puls zu bleiben, was sich im Hyperledger-Universum so getan hat in der Woche. Vor allem die erste Section ist immer sehr, sehr gut, um zu sehen, gab es neue Releases? Also vor 2 Wochen hat Hyperledger Fabric einen neuen Release gemacht. Weiter unten dann eher die technischen Geschichten mit Pull-Requests und so weiter, die auf GitHub zu finden sind und die anzuschauen sind. Das heißt, sucht einfach auf der Hyperledger.org-Webseite nach dem Developer-Newsletter und meldet euch an, wenn ihr denn Lust habt. Im Zuge dessen auch nochmal der Aufruf, wie vom letzten Mal, wir wollen das Ökosystem, wir wollen die Community natürlich vergrößern, und wir hier von der deutschen Community, Dach-Community, wir haben eigentlich auch so das Ziel, vor allem ab dem nächsten Jahr dann deutlich größer zu werden und auch die deutschsprachige Szene stärker zu vertreten. Klingt ein bisschen kurios von einem, der gerade aus Johannesburg zu euch spricht, aber, und ich glaube, Ivan, du sitzt jetzt auch in Slowakei, oder? Ja, ja. Ja, gut, aber sind halt, in der heutigen Zeit ist das ja alles kein Thema mehr. Also Aufruf, wenn ihr Lust habt, Community-Arbeit zu machen, einerseits natürlich, so komme ich gleich, bei den Meetups, aber auch euch quasi den Badge eines Core-Contributors zu holen. Ihr müsst nicht immer nur Code schreiben und ihr müsst jetzt nicht die absoluten Geeks sein und Experten, die und Engineers, die eben zur Core-Plattform von Hyperledger Fabric oder von Avalon oder von wem auch immer contributen, sondern ihr könnt auch in Form von Dokumentation wertvollen Beitrag leisten. Und genau das ist eben notwendig, um auch jetzt die nicht
ja, wie soll ich sagen, die Leute, die jetzt nicht super ja, denen es einfach lieber ist, Dokumentation auf Deutsch zu lesen statt auf Englisch, ja, highly welcome. Jeder Satz, jede Zeile zählt. Und last but not least, das ist jetzt aus eigenem Interesse. Wie gesagt, wir wollen die deutschsprachige Community größer machen. Wir versuchen auch gerade diese virtuellen Meetups in den anderen deutschsprachigen Ländern und Städten auch zu announcen, damit eben auch die Audience, die Zuschauer, etwas Zahl etwas größer ist. Aber natürlich braucht es auch die Leute, die dann hinter der Kamera stehen und entsprechend Input liefern. Das heißt, Themen, über die sie sprechen wollen. Und wie gesagt, da ist bei Gott nicht so, dass wir alle jetzt die Super-Experten sind, sondern wir lernen voneinander. Jeder hat bestimmt irgendwas Spannendes zu erzählen. Erinnert euch daran, am besten lernt man, indem man Dinge auch wieder weitergibt und weiter erklärt. Also ja, ich finde, das ist die, ja, und Ivan, ich glaube, du hast das jetzt in dem Fall auch gemacht. Du wolltest über das Thema mehr wissen, hast dich damit beschäftigt. Und wenn du das dann aufbereitest und versuchst auch zu erklären und rüberzubringen, dann ja, ich finde, das bleibt einfach viel besser hängen. Und daher bitte, bitte, bitte auch von euch zu euch der Aufruf, nicht schüchtern sein. Wie gesagt, ihr braucht kein Hyperledger Core Developer sein und Contributor sein, sondern ihr könnt auch so über was auch immer drüber plaudern, was ihr so erlebt habt, Projekte und so weiter. Und ja, am besten die lokalen Meetup-Leads kontaktieren, sollten leicht zu finden sein. Und auch Themen, also wenn ihr sagt, ja, ich habe wirklich keine Ahnung und keine Lust, drüber zu reden, aber mich hat immer schon das Thema, ich weiß nicht, Hyperledger Besu und der Ethereum-Klon oder der Ethereum-Port auf Hyperledger interessiert. Ich möchte mehr dazu wissen. Wir versuchen dann jemanden zu finden, der uns darüber berichten kann. Alright. Das wäre es von meiner Seite. Und somit, ich versuche gar keine Einleitung zu machen. Es ist ein komplexeres Thema, aber ein absolut wichtiges, eben wenn es ums Thema Skalierung geht, wenn es um das Thema ja, Hardware geht und die eben so gut wie möglich oder so sicher wie möglich ja, zu halten. Insofern stoppe ich jetzt meinen Screenshare und übergebe das Wort und die Bühne an den Ivan. Vielen, vielen Dank noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast und den Aufwand betrieben hast. Gerne schön. Und schauen wir mal, ob da... Kann ich jetzt übernehmen? Du kannst schon übernehmen, bitte. Und in diesem Sinne, wir sehen dich. Jetzt noch die Präsentation und die Präsentation im Vollscreen. Und dann sage ich, take it away. Viel Spaß. Danke dir. Ja, vielen Dank, dass du uns etwas über Hyperledger an sich noch erzählt hast. Und dass du die Einführung und die Vorstellung gemacht hast. Mein Name ist Ivan Zech, ich bin einer der Organisatoren und es ist nicht immer so, dass die Organisatoren auch selber etwas präsentieren, aber das Thema hat mich doch sehr angesprochen und wenn das der Fall ist, dann bringe ich mich auch selber gerne ein. Wir werden uns jetzt aus technischer Sicht her einem sehr komplexen Thema nähern. Und es ist nicht nur so, dass das Thema an sich komplex ist, es ist auch keine Blockchain-Plattform im herkömmlichen Sinne. Also eine Blockchain-Plattform ist zum Beispiel Hyperledger Fabric oder Sawtooth. Hyperledger Avalon, das ist ein Tool, das ist ein Werkzeug. Wir haben innerhalb unseres Ökosystems viele Dinge. Wir haben Laboratorien, wir haben Special Interest Groups. Da geht es darum, dass Leute aus bestimmten Gebieten sich zusammentun und dann innerhalb von dem Ökosystem von Hyperledger zusammenarbeiten. Und dann gibt es auch noch Tools. Die kann man dann benutzen, wie man halt Werkzeuge benutzen kann. Je nachdem, jeder benutzt sie vielleicht ein wenig anders. Und jeder sieht darin auch etwas anderes. Und dazu kommt, dass dieses Tool, dieses Werkzeug, das ist vorgestellt worden bei dem letzten Summit, das war jetzt so vor 7 Monaten. Das ist auch noch nicht, da ist vieles noch nicht richtig spruchreif, weil das ist noch in der Inkubationsphase.
Und es ist noch nicht production ready. Wann das genau sein wird, ich denke mal, nächstes Jahr wird Hyperledger Auron schon zumindest teilweise fähig sein, auch. Das werdet ihr fähig sein, es in der Produktion zu benutzen, aber bis dahin ist noch etwas Zeit und bis dahin ist auch noch etwas Entwicklung. Ich werde mich jetzt also von der Vogelperspektive dem Thema ein wenig nähern und ich muss mich dem Thema vorsichtig nähern. Und da dieses vorsichtige Nähern will ich auch ein bisschen erklären. Okay, wenn wir über Blockchain reden, seht ihr die Präsentation voll? Könnt ihr mich hören? Sorry, ich habe den Unmute-Button gesucht. Wir sehen alles und wir hören dich gut. Danke. Ja, okay. Also, wenn man über Blockchain redet, dann meinen die Menschen doch meistens etwas, was die Technologie leisten kann, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, meinen die Leute, dass der Bitcoin gerade bei 20.000 ist. Und wenn sie bei 400 Euro gekauft hätten und bei 20.000 Dollar verkauft hätten, dann hätten sie reichlich verdient. Es gibt aber im Business-to-Business-Bereich ungeheuer viel, was Blockchain leisten kann. Und wenn man sich dafür interessiert, dann wird man sehr, sehr schnell sehen, dass dieses Blockchain, ich sage sowieso am liebsten Distributed Ledger Technologies, was viel, viel besser als Begriff ist. Also DLT ist definitiv der bessere Begriff. Aber wenn man Blockchain meint, dann sieht man nur diese Spitze des Eisbergs. All das darunter, all das, wo Blockchain entweder hineingreift oder was Blockchain verändern wird oder woran Blockchain abhängig sein wird innerhalb eurer Organisation, das kommt alles dazu. Die Digitalisierung und die Automatisierung, die Industrie 4.0, weil die ungeheuer viel mit Interkonnektivität zu tun hat. Es ist ein interdisziplinäres Fach an sich und auch Blockchain, was das sein soll, wenn man jemanden wirklich fragt, Blockchain ist an sich eigentlich nur das Format der Datenbank, wie die Hash abgespeichert werden. Blockchain, das ist vor allem die Kombination vieler Technologien und Blockchain wurde ermöglicht. Und auch Satoshi Nakamoto, so influential, so wichtig diese Arbeit war, es ist nicht das einzigste distribuierte System, das es geschafft hat, deterministisch zu arbeiten. Und man muss dem Thema reichlich Respekt zollen, man muss ganzheitlich denken und man muss sich Zeit nehmen für gewisse Dinge. Denn wenn man das nicht tut, unabhängig davon, wie groß und wie stark das Schiff ist, auf dem ihr unterwegs seid, so wird es enden mit freundlicher Unterstützung von National Geographic. Die Titanic war damals auch das modernste Schiff und das stärkste und größte und weiß ich nicht alles. Ja, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, leider. Aber eigentlich, wenn man sich die Kraft, die in dieser Technologie steckt, richtig zunutze macht, kann man eigentlich Transportsysteme für das nächste Jahrhundert bauen. Also umgangssprachlich, um ein Bild zu benutzen. Und da wollen wir hin. Und wir sehen es ja und wir wissen um die Limitationen der bestehenden Systeme. Und das ist ja bei Blockchain so nicht vorhanden, weil es weit, weit, weit mit seinen Möglichkeiten über das hinausgeht, was wir derzeit machen. Wozu wir derzeit fähig sind. Um dabei hinzukommen, da kommt ein gewisser Preis mit im Paket. Und diesen Preis muss man zahlen, an Geduld, an Arbeit, an Investition. Und vor allem muss man auch sich vielleicht immer wieder fragen, ob man richtig denkt, ob man die richtigen Fragen gestellt hat. Nicht mal vielleicht die Antworten suchen, sondern die richtigen Fragen stellen. Okay. Das wollte ich euch mal zeigen, weil es für mich unheimlich schwer war, dieses Projekt, also überhaupt diese Präsentation so zu strukturieren, dass ich euch wirklich von Anfang bis Ende mitnehmen kann und euch danach wirklich etwas klar ist. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich werde mein Möglichstes dafür tun. Wir werden auch nach der Präsentation etwas Zeit haben für Fragen. Aber das irgendwo einzuordnen und dem Ganzen eine Struktur zu geben, war anspruchsvoll.
Und ihr werdet jetzt auch sehen, warum. Also wir werden das Ganze erst einmal einordnen, dann kommt ein bisschen Geschichte, dann kommt ein bisschen Motivation, warum sind wir überhaupt da, wo wir sind, warum braucht man das überhaupt, braucht man es überhaupt. Dann, was ist Avalon, dann erkläre ich euch erst, was Avalon ist, dann schauen wir mal tiefer unter die Haube bei Avalon, dann schauen wir mal tiefer unter die Haube bei Hyperledger Fabric, dann bringen wir das mal zusammen. Dann gibt es eine Anleitung zum Selbermachen und eine Vorschau auf die Demonstration, also es wird eine kleine Demo geben. Wobei, klein ist nicht das richtige Wort. Es ist eher so, ich muss die Demo aus dieser Präsentation rausnehmen und ich muss es ein anderes Mal machen, weil ich brauche dafür eigentlich 1,5 Stunden. Und das hätte den Rahmen des heutigen Meetups locker gesprengt. Und das zeige ich am Beispiel von Microsoft Azure, und weil es sich einfach anbietet. Und warum sich das anbietet, das erkläre ich euch dann auch. Und dann gibt es einen Ausblick, wo auch in Zukunft hoffentlich ihr euch das helfen wird, die Entwicklung richtig zu verstehen, sie richtig einzuordnen, aber auch vor allem sich an richtigen Stellen zu informieren, den richtigen Menschen auf die Finger zu schauen und die richtigen Projekte zu kennen, weil das hängt mit vielen Projekten zusammen. Das ist wie so eine Krake. Gut, also fangen wir bei Adam und Eva mal kurz an. Es gab mal einen Menschen, der hatte offensichtlich viel Freizeit. Und wir lieben ihn heute noch dafür, der hieß Linus Torvalds und er gab uns ein ganz tolles Operationssystem, Linux. Und er war so, meint es, nicht der einzigste Mensch, der Probleme hatte, etwas an einem verregneten Nachmittag zu machen. Es gab auch einen, zum Beispiel einen Herrn Tannenbaum, und der heißt wirklich Tannenbaum. Und der hat auch wirklich dieses Buch geschrieben. Und ja, es gibt sogar eine Linus Torvalds Tannenbaum Debate. Das könnt ihr dann googeln, wenn ihr Lust habt. Und worum geht es da? Der eine hat ein tolles Operationssystem geschrieben, das hat der andere auch. Aber Linux ist ein monolithisches System. Also da ist alles drin. Da sind zum Beispiel auch die Treiber von dem CD-ROM-Laufwerk drin. Im Kernel. Das muss aber nicht so sein. Man kann auch ein absolut minimales Kernel schreiben, und diesen minimalen Kernel kann man dann die Dinge dazugeben, wie halt in Microservice-Architekturen also gang und gäbe ist, das, was man braucht, ne, das gibt man dazu. Und dann kommunizieren die miteinander. Dadurch bekommt man ein sehr kleines Kernel. Dadurch bekommt man vielleicht aber auch ein sehr sicheres Kernel, das ja, das wirkt jetzt Fragen auf. Das eine ist natürlich primitiv, das andere ist leistungsfähig, aber desto primitiver, desto einfacher zu sichern. Ja, und dieses Minix-Operationssystem, das war eigentlich recht einflussreich. Und zwar hat sich Intel das zu Gemüte geführt und daraus teilweise zumindest die Intel Management Engine gemacht. Die Intel Management Engine ist so ein Ding, weshalb wir auch solche Gespräche führen müssen und weshalb es auch wichtig ist, dass ich euch jetzt zum Beispiel etwas über Hyperledger Avalon erzähle. Also wir sehen links das Weltunternehmen Intel, das sicherlich ein seriöses Unternehmen ist, und wir sehen auch einen seriösen Menschen, das ist ein Administrator in einer Cloud-Umgebung zum Beispiel, und er hat einen Bedarf nach Fernzugriff, nach privilegierten Fernzugriff auf eine andere Maschine. Das macht Sinn, dass das da ist, ne? Aber dieser Fernzugriff, der rechts habt ihr das Internet, ne? Und da sind auch viele Spinner. Aber da sind auch Profis aus dem Bereich von Ethical Hacking und Security Researcher, die jeden Tag nichts anderes tun, als Systeme auf ihre Integrität zu prüfen. Die sagen, naja, das kommt doch mit einem gewissen Beigeschmack. Und diese Intel ME ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, der Hardware zu vertrauen. Das ist ein Operationssystem und es wurde dem Minix nachempfunden. Das hat man dann auch tatsächlich bei Wikipedia, könnt ihr das nachlesen. Das hat eine russische Firma herausgefunden, die haben da mal tief unter die Haube geschaut
Und die haben tatsächlich herausgefunden, dass es Minix 3 ist, das im Großen und Ganzen Inter da hineinkopiert hat, also das Inter benutzt hat. Es ist aber nicht hundertprozentig Minix 3. Die wissen nicht alles, was diese Software tut. Und sie ist groß. Sie ist wesentlich größer, als es eigentlich vielleicht sein muss. Es haben zum Beispiel bei Black Hat Veranstaltungen, kann man sich das anschauen, aber auch bei Computer Chaos Club, die haben auch einen YouTube-Kanal und da haben Experten sich auch hingesetzt und haben versucht, die aus der Intel ME alles irgendwie rauszureißen, was da nicht wirklich hundertprozentig sein muss. Und es ist erstaunlich, wie man dann zum Beispiel von 5 Megabyte auf 400 Kilobyte kommt oder so, also wirklich deutlich, deutlich weniger. Und immer noch hat der Computer verdammt gut funktioniert. Diese Intel ME kann auch noch viel, viel mehr. Also die hat privilegierten Zugriff auf alles Mögliche im Computer. Und es ist auch so, dass das Operationssystem, dass das Kernel selber zum Beispiel, wenn der Linux drauf läuft, nicht wirklich mitkriegt, wenn man auf die Intel ME zugreift. Die kann auch eigenständig kommunizieren. Ja, das sind alles Dinge, die aus administratorischer Sicht wahrscheinlich auch Sinn machen. Ja, aber halt, ja, kann man vertrauen, muss man nicht vertrauen, wie auch immer. Aus diesem Clash entstand unter anderem so eine Bewegung, das nennt sich Trusted Environment Execution und das... Da geht es eigentlich darum, dass man auf dem Computer einen Raum schafft, der geschützt wäre. Geschützt wäre, und das ist schon sehr anspruchsvoll, also das habe ich hier dann auch kopiert, damit ihr das mal seht. Also, man braucht nicht Vertrauen, den OS oder den Hypervisor. Man braucht nicht Vertrauen der BIOS. Die Treiber können auch kompromittiert sein. Selbst im Ring 2, also der Kernel ist 1 und dann gehen so Kreise raus und je weiter ihr weg seid, desto weniger privilegiert seid ihr. Aber wirklich, das System kann tief korrumpiert sein und immer noch würde dieser protektionierte Raum, diese Enklave, man nennt es tatsächlich so Enklave, Enclave, würde immer noch geschützt sein und keiner könnte hineinsehen, was passiert. Und auch die Intel Management Engine zum Beispiel könnte immer noch nicht reinsehen, also auch sie nicht. Und ja, es gäbe dann die Möglichkeit, sehr sensible Daten berechnen zu lassen auf einen remoten Computer durch Fernzugriff. Jetzt nicht der Administrator, sondern ich als Nutzer. Und ja, damit kann man jetzt so verschiedene Dinge machen. Und das Ding treibt Blüten. Das kann man tatsächlich benutzen für so vieles. Und wir in der Hyperledger-Community kennen das sogar. Daraus ist aus, zum großen Teil ist daraus auch Hyperledger Sawtooth geworden. Nicht zu 100%, aber es spielt eine gewaltige Rolle. Und zwar, man könnte ja sagen, jetzt pass mal auf, du kleine Enklave. Du machst jetzt zufällig eine Zahl von 1 bis 10. Eine andere macht das auch. Und diejenige, die sich bei mir meldet, innerhalb einer Zeitspanne und die kleinste Zahl hat, die hat gewonnen. Und die darf dann ausführen. Und wenn man das so richtig implementiert, dann bräuchte man ja den Proof of Work nicht. Also man bräuchte nicht das Gewaltige, was an Prozessor-Power investiert, wie zum Beispiel in Bitcoin, wie wir alle wissen. Also man bräuchte diesen gewaltigen Stromverbrauch nicht. Mathematisch, wer sich damit jetzt wirklich beschäftigen will, mal tief reingehen und das wirklich verstehen will, der wird nicht drum herum kommen, sich auch ein bisschen mathematisch damit auseinanderzusetzen. Und mathematisch müsst ihr euch immer eins vor Augen führen: Zufall auf dem Computer kann nicht entstehen. Es entsteht eine komplizierte Berechnung, die ist aber immer linear. Also das sind deterministische Maschinen. Amen. Nichts anderes können die als deterministisch arbeiten, sonst würden sie ja nicht funktionieren.
Und wenn man die Faktoren kennt und wenn man herausfindet, auch womit der Zufallfaktor dann generiert wird, ja, also ich weiß nicht. Es ist nicht schlecht, auf einen gut isolierten Server, auf einer gut isolierten Cloud vielleicht, kann man tatsächlich machen für bestimmte Anwendungen. Ja, je nachdem, so ist aber dieses Intel SGX, und so heißt das, Intel Software Guard Extension, so heißt es im Englischen. Und das ermöglicht uns wirklich, dass wir diese Enklave bilden. Gut, ich habe seit langem nicht über Informatik gesprochen in deutscher Sprache. Ich muss mich daran ein wenig gewöhnen, aber geht schon. Gut, jetzt haben wir links das ganze Hyperledger-Ökosystem und da haben wir oben die Plattformen. Da sind wirklich Blockchain-Plattformen, die werden für alles Mögliche benutzt, ob Internet of Things oder Digitalisierung im Allgemeinen. Ich bin ein großer Fan von Hyperledger Fabric. So tut Besu ist eine Plattform, die ermöglicht die Zusammenarbeit mit Ethereum. Hyperledger arbeitet relativ viel mit Ethereum und die Zusammenarbeit läuft auch gut. Und dann haben wir dann auch noch die Tools, also die Werkzeuge und die Libraries. Das kann man zum Beispiel benutzen für Verschlüsselung, weil da wurde auch sehr viel Forschung hineingesteckt. Und ja, hier wird Hyperledger Avalon ein wenig beschrieben. Und da geht es eben um die Trusted Compute Specification. Also es geht darum, wie man diese Enklave errichtet, wobei derzeit wirklich gibt es nur noch Intel SGX. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, darüber werden wir noch später reden, aber momentan Intel ist nur Intel da. Also Intel ist diejenigen, die das anbieten und Hyperledger Avalon kann momentan noch nichts anderes. Wie bereits gesagt, es ist noch kein fertiges Produkt, es ist noch kein fertiges Projekt, das Production Ready ist, wie man so schon sagt. Was man aber bei Avalon auf jeden Fall mitbedenken muss, da unten stehen mal so die Giganten, die sich da engagieren. Und da ist ein BGI, da ist ein Baidu, da ist ein Alibaba Cloud, da ist ein IBM dabei, da ist ein Microsoft dabei, da ist ein Banco Santander. Das Projekt scheint ordentlich finanziert und zu sein und sehr, sehr, sehr viele wichtige Spieler haben ein enormes Interesse daran. Und das Interesse ist auch da. Ihr müsst bei der Verschlüsselung etwas euch vor Augen halten. Wir haben sehr viel getan, um die Verschlüsselung im Transit zu gewährleisten. Und das läuft eigentlich ganz gut. Zum Beispiel Homebanking wäre nicht möglich ohne. Ne? Das ist die Verschlüsselung zwischen euch und zwischen eurem Computer natürlich und dem Computer der Bank. So, das ist Data in Transit. Also im Transit. Dann gibt es zum Beispiel auf jeden Microsoft-Server so ein BitLocker und auch anderen Plattformen gibt es so etwas, dass die Daten, wenn sie gespeichert sind, auf der Festplatte auch verschlüsselt sind. Das ist dann tatsächlich so, wenn man in den Computer hineinbricht und man hackt ihn, dann hat man immer noch verschlüsselte Daten da. Sorgt auch für Sicherheit. Jetzt ist man dazu übergegangen, nicht nur im Transit und in der Lagerung, also im Speichern, die Daten zu verschlüsseln, sondern auch während an ihnen gearbeitet wird. Und das hat man eben getan, indem man es in den Prozessor hineingeschoben hat und einen Teil der Verschlüsselung nur im Prozessor macht. Und so kommt diese Enklave zustande. Und daran haben viele Interesse, weil natürlich eine Cloud, die das auch nicht anbietet, eine Cloud, desto sicherer sie ist, desto mehr Arbeit wird sie bekommen. Und das ist Big Business, also da geht es wirklich um Zahlen. Deshalb haben auch so viele Leute Interesse dran. Hyperledger Avalon ist auch deshalb interessant, weil man gar nicht weiß, wo man es genau hineinstecken soll. Offensichtlich haben wir in der Blockchain-Community ein großes Interesse daran. Also im Hyperledger-Ökosystem ist das Ding grundsätzlich richtig, aber wäre es zum Beispiel völlig falsch, es in die Cloud Native Computing Foundation zu stecken, da wo zum Beispiel Kubernetes sind, etcd und weiter? All die Projekte, die auch für die Cloud ungeheuer wichtig sind. Und dann gibt es noch eine Organisation innerhalb von der Linux Foundation. Das ist die Confidential Computing Consortium.
ist genauso wie Hyperledger ein komplettes Ökosystem. Da sind auch viele interessante Unternehmen drin. Und es wird wohl so sein, wenn man die Chats und so weiter verfolgt, dass ein Teil von Hyperledger Avalon dahin abwandert und ein Teil bei uns bleibt. Weil es auch für sie sehr wichtig ist. Und wir werden sehen, wohin die Reise geht, aber es ist wirklich, also es ist nicht nur für mich, der euch diese Präsentation gemacht hat, sehr anspruchsvoll, das Thema einzuordnen. Auch für die Linux Foundation ist es das offensichtlich. Und es ist wirklich, es greift in so viele verschiedene Bereiche ein, dass, ja, wenn ihr es wirklich verstehen wollt, werdet ihr auch nicht drum herum kommen, euch das Thema zu erarbeiten. Das ist wieder die Sache mit dem Eisberg. Ne? Also entweder ihr erarbeitet das, wenn es euch interessiert, oder ihr lernt den Eisberg kennen in seiner Glänze zu spät. Ich werde nicht alles, was ich von der Dokumentation übernommen habe, zu 100% erklären, weil manches einfach noch nicht zu Ende programmiert wurde, zu Ende gebaut wurde und so auch keinen Sinn macht. Aber die Richtung, die man eingeschlagen hat, die ist grundsätzlich gut und man arbeitet daran und Stück für Stück jeden Tag wird das mehr. Aber insgesamt, so wie das System ungefähr momentan arbeitet, wie weit das Projekt ist, das sollt ihr schon natürlich wissen und wohin die Reise geht und wie man grundsätzlich damit etwas machen kann. Also, man hätte die Möglichkeit, Fabric, Sawtooth und Besu da anzuschließen. Und Teil der Arbeit, die ansonsten auf der Blockchain passieren würde, dahin abzugeben. Man könnte aber auch mit dem Konsensus, der stattgefunden hat auf der Blockchain, auch etwas auslösen. Das ginge auch. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, da zuzugreifen von der Blockchain dorthin, und zwar einmal direkt und einmal über so ein Proxy. Was ein Worker Registry und so ist, das erkläre ich euch danach, also so in ein oder zwei Slides später. Aber grundsätzlich, wenn wir uns da ganz rechts anschauen, da gibt es diesen TEE Worker, also das ist jetzt grundsätzlich in diesem Trusted Environment, ne? In dem Fall nur Intel SGX. Ansonsten, das ist nicht nur Intel, der das anbietet, auch andere bieten so etwas an. Aber mit Intel findet man das meiste und ja, Avalon hat sich erst an Intel gewandt oder Intel hat Avalon als erstes nach vorne gebracht, wie auch immer. Deshalb momentan heißt Intel SGX, diese Software Guard Extension. Und dann gibt es noch ein Beispiel, den ZKeyWorker. Das wäre auch wiederum eine Node, der man dann Arbeit gibt, die gut gesichert ist. Aber diese Arbeit wäre anders gesichert. Und zwar durch den Zero Knowledge Proof. Und der Zero Knowledge Proof ist etwas, was ihr grundsätzlich bestehen solltet, wenn ihr euch für Blockchain interessiert. Noch ist es da nicht implementiert, aber ich bin ein großer Fan davon und es wird sicherlich viele Probleme lösen und es findet bereits aktive Anwendung im Bereich der digitalen Identität. Jetzt ist es nicht so interaktiv. Wenn ich euch am liebsten würde ich euch fragen, wie viele von euch wissen zum Beispiel, was ein Zero Knowledge Proof ist? Gerhard? Ja, ich meine, du hast vollkommen recht, das zu erklären ist nicht 100% einfach, aber an einem Beispiel kann man es wohl gut erklären, an diesem Ich ganzen. habe auch ein Beispiel, aber willst du denn dein sagen? Schieß Ja, ich los. meine, der Klassiker im Bereich digitale Identität ist, dass du sagst, anstelle, dass ich jemandem meinen ganzen Führerschein oder Reisepass gebe, um zu beweisen, dass ich älter als 21 bin, kann ich ihm eben einen sogenannten Zero Knowledge Proof schicken, der eindeutig beweist, dass ich über diesem Alter bin, aber nicht, aber ich anwähle, also ich gebe nicht preis, wann mein tatsächliches Geburtsdatum ist. Genau.
Also da, man kann Informationen auch teilen und nur einen Teil der Informationen weitergeben. Das ist eine der, der wichtigsten Anwendungen. Kryptografisch kann man sich das so vorstellen, und das ist jetzt eine Vereinfachung, aber grundsätzlich, angenommen, ich wüsste, dass keiner von euch wirklich Farben auseinanderhalten kann. Könnt ihr wahrscheinlich alle, das ist klar, aber angenommen, ich wüsste das. Das kann natürlich auch eine mathematische Gleichung sein, von der ich weiß, dass ihr sie nicht lösen könnt. So etwas gibt es. Und dann gebe ich euch eine rote und eine blaue Kugel. Und ihr könnt damit was machen, also ihr könnt euch das hinter den Rücken damit spielen, aber da ich die Farben erkennen kann, hey, werde ich immer wissen, ob ihr getauscht habt oder nicht, weil ich weiß, in welche Hand ich euch welche Farbe gegeben habe. Und durch eine solche Frage und Antwort, also durch ein solches Frage- und Antwortspiel kann man grundsätzlich herausfinden, ob jemand lügt oder nicht. Man macht das einfach statistisch so, man fragt ihn 1000 Mal. Er kann ja unmöglich 1000 Mal glücklich lügen. Ne? Und das ist jetzt sehr, sehr schnell zusammengefasst, ein Zero-Knowledge-Proof. Da werden wir an anderer Stelle noch tiefer eingehen, aber eine solche Form der Verschlüsselung wäre möglich, auch in diesem Bereich. Und dann wüsste man auch, dass die Daten nicht manipuliert wurden, dass sie tatsächlich richtig verarbeitet wurden in diesem Environment, in dieser Enklave, die man da geschaffen hat. Und daran arbeitet man. Da ist man aber noch nicht so weit. Aber dass die Verschlüsselung selber funktioniert, das hat die Arbeit im Bereich der digitalen Identität bereits bewiesen. Und es ist auch so, dass Hyperledger Avalon in viele andere Bereiche hineingeht, ja, in viele Plattformen. Diese Plattformen werden Avalon nutzen als Dienstleister, als Produkt, als Werkzeug. Aber die Library Hyperledger Ursa, die das macht, also den nötigen Code und die nötigen mathematischen Mittel zur Verfügung stellt, die wird Avalon helfen. Und daran wird sich auch Avalon bedienen. Das ist eben halt der Vorteil, weil wir so ein riesiges, gewaltiges Ökosystem sind. Und es gibt nichts Vergleichbares zu Hyperledger als Ökosystem. Das ist ein tolles Beispiel dafür. So, da gibt es auch Möglichkeiten, dass verschiedene Center etwas berechnen und dann vergleicht man das, und dann gibt es noch ein paar Möglichkeiten, die sind jetzt nicht so wichtig, aber da sind so die drei, die man sich vorstellen können sollte. Wir werden noch einmal, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über Hyperledger Avalon sprechen. Ich brauche, um das wirklich rüberzubringen, sodass es Klick macht, brauche ich 3 Stunden. Aber dass es so etwas gibt und dass man daran arbeitet, das sollte ihr mitnehmen. Dass es noch andere Möglichkeiten außer Intel SGX gibt, um Hyperledger Avalon zu implementieren und nutzen, und dass das irgendwann, wir werden da hinkommen mit Sicherheit, das solltet ihr mitnehmen aus diesem Slide. Gut, wie läuft das genau jetzt, wenn wir so in die Intel-Maschine hineinschauen, in den Computer? Also es gibt, grundsätzlich muss man so eine Enklave registrieren. Die hat ihre eigenen Keys, hat ihre eigenen Schlüssel. Ein Schlüssel wird nur im Prozessor gemacht, und den sieht kein anderer. Deshalb denkt man, dass es sicher ist. So, und es werden dann Worker kreiert. Es wird dann eine Enklave kreiert, die dann eine bestimmte Aufgabe übernehmen kann. Man könnte aber auch mehrere. Man könnte man hat sich überlegt, man könnte auch an Avalon ein ganzes Kubernetes-Cluster dranhängen. Ja, und dann sagen, ja, macht mal. Ne? Also, was wir so alles haben wollen. Und ja, je nachdem, wie komplex jetzt die Arbeit ist, die ihr ihm übergeben werdet. Wenn diese Enklave übergeben wollt, wenn diese Enklave dann erstmal vorbereitet ist mit der Verschlüsselung, mit allem drum und dran, dann kann die im Prinzip schlafen. Man muss nicht sofort den Prozessor in Anspruch nehmen. Das wartet. So, aber es kommuniziert, dass es es gibt. Dann kommt von der Blockchain der Bedarf nach einer solchen Enklave. Da wird die Arbeit übergeben, berechnet, es wird zurückgegeben. Und wichtig ist, dass diese Schlüssel, das sind alles Public-Private-Infrastrukturen,
sowohl zwischen der Mittelware als auch dem Prozessor, als auch zwischen dem ganzen, diesem blauen Bereich und der Blockchain. Und dann wird die Arbeit zurück übergeben und die Blockchain weiß sicher, okay, das ist Fakt tatsächlich in dem Prozessor, in der Klare gemacht worden. Und ich vertraue dem Ergebnis. Das ist jetzt also der Deep Dive eigentlich schon, nicht wirklich die Einführung. Aber da schauen wir jetzt tief in Hyperledger Avalon hinein und ja, also manches ist schon fertig, manches ist angedacht. Deshalb das, was ihr in klaren Farben seht, das, was klar blau ist und das, was ein bisschen so grau ist, das ist das, was man angehen wird. Soweit ist man aber nicht. Das Frontend ist klar. Ihr greift über eine API auf diese Software, auf das Hyperledger Avalon zu. Das könnt ihr direkt oder über so einen Load Balancer machen. So, und dann habt ihr hier Worker Manager, dann in der Mitte, das was schon fertig ist, habt ihr den KV Storage, da sind die ganzen Keys, da sind die ganzen Schlüssel, die auch die Enclave beschreiben, drin. Und dann gibt es den Enclave Manager, also Singleton, das heißt, das ist ein Prozess. Momentan kann man einen Prozess unterstützen. Wie bereits gesagt, das Ding ist in der Inkubationsphase. Aber das, was ihr da jetzt seht, das funktioniert schon mal. Also das würde schon mal gehen. Ob man damit jetzt so viel machen kann im Moment, wahrscheinlich noch nicht. Aber wobei es gibt auch schon Prozesse, es gibt eine Supply Chain Lösung, die so etwas schon benutzt. Ich habe zwar nicht genau verstanden, warum, weil es ging ja auch anders, aber ja, man ist dabei, es auch zu nutzen und es wird sicherlich Anwendungen dafür geben. Also Hyperledger Fabric, Deep Dive. Ich versuche da mal schnell durchzukommen, weil das kennen die meisten, Hyperledger, da muss man sich vorstellen, da gibt es eine Applikation, das ist neu dazugekommen, dazu sage ich noch etwas. Und dann gibt es ein P1 und P2, das sind die Peers, die haben Ledger, das sind bestimmte Organisationen, die miteinander zusammenarbeiten. Die haben ein Smart Contract, das ist der S, und die haben ein Ledger, das ist der Stand der Dinge. Und so viel Geld haben sie zum Beispiel auf dem Konto, das könnte da stehen. Ne? Und dann verkauft der eine andere nicht und etwas und die Kommunikation geht durch dieses C, durch den Kanal, den sie zusammen aufgezogen haben. Das hat er schnell auf. Damit ihr, das ist auch sehr wichtig, weil Hyperledger Fabric macht Dinge ein wenig anders und ich bin ein großer Fan davon, wie Hyperledger Fabric strukturiert ist. Dieser Slide, also diese eine Sache kommt immer bei jeder Präsentation von Hyperledger Fabric, von Ledger überhaupt, die ich mache, kommt das einmal mindestens vor. Das ist so wichtig zu verstehen. Und zwar ist es so, dass der Client erstmal etwas vorschlägt, dann geht das zu dem Endorsing, das sind die Peers, die wirklich die Prozesslogik kennen. Und wenn das Ding nicht logisch ist, wenn dieser Vorschlag nicht den Ansprüchen gerecht wird, die man schriftlich festgehalten hat in dem Smart Contract, wenn das gegen Geschäftslogik ist, dann wird es abgewiesen. Nur wenn genug von denen, und was genug von denen ist, das kann man dann bestimmen. Das ist flexibel. Aber wenn genug von denen sagen dann, hey, das stimmt, dann kommt das zurück, okay, mit dem Zertifikat, mit allem drum und dran, dann geht es an den Ordering Service. Und dieser Ordering Service durch den Konsensustyp, den wir in dem Fall benutzen, das ist bei uns Raft, wird dann eine Leader Election vollführen. Also es wird ein Führer gewählt und dieser Führer kann wiederum nur sich der Prozesslogik unterwerfen, aber hat dann die wichtige Aufgabe, ein Update an das gesamte System zu schicken. Und grundsätzlich könnte er dann auch etwas bei Hyperledger Avalon auslösen. Okay, und vieles von der Arbeit, die ihr jetzt da seht, könnte vielleicht tatsächlich ausgelagert werden. Und wenn man das auslagert und gut sichert, dann könnte man die Wertschöpfung, die generiert werden kann durch eine durch Hyperledger Fabric, wenn sie implementiert ist, zum Beispiel in einer Wertschöpfungskette,
könnte man mehr Wertschöpfung abgreifen. Man könnte mehr Wertschöpfung strukturieren, besser koordinieren und dadurch natürlich die ganze Wertschöpfungskette leistungsfähiger machen. Und das ist schon eine Sache. Also das macht schon Sinn. Das ist super. Seit Hyperledger Fabric 2 ist es auch so, das habe ich jetzt kopiert aus der originalen Dokumentation. Seit Hyperledger Fabric 2 ist es so, dass auch außerhalb der Chain, nicht nur Node, sondern auch außerhalb der Chain, es Prozesslogik laufen kann. Und diese kann den Hyperledger Flow auslösen, also den Fluss und den Prozess anstoßen. Und das wird immer mehr zunehmen. Also wir werden uns konnektieren, wir werden uns verbinden mit anderen Applikationen. Und das heißt meistens auch Cloud. Ja, muss nicht sein, aber ja, oft wird das der Fall sein, weil auf der Cloud enorme Strukturen sehr schnell aufgebaut werden können. Es macht auch preislich doch recht viel Sinn. Und ja, darauf in dieser Kombination, da sehe ich doch sehr, sehr, sehr viel Potenzial für Hyperledger Avalon. Ich habe da auch ein bisschen was vorbereitet, damit ihr euch mal Hyperledger Avalon anschauen könnt. Auf GitHub, bei Hyperledger. Wenn ihr auf Avalon geht. Also was diejenigen, die von euch jetzt die Hand anlegen wollen, die damit vielleicht schon ein bisschen spielen wollen, die können auf GitHub gehen. Aber was sie nicht tun sollten, sie sollten nicht die Präsentation in Anspruch nehmen, die man auf dem Summit gebracht hat. Also dort wurde auch etwas beschrieben und auch so ein Workflow, aber der ist nicht up to date und die Strukturen sehen heute völlig anders aus. Das sind nur 7 Monate her, aber ihr könnt es schon nicht benutzen. Da könnt ihr euch ein bisschen durchlesen. Dieses Avalon Arch PDF kann man auch lesen. Wird den Verständnis sicher fördern. Und wenn man sich dann wirklich dafür auf dieser Basis arbeiten will, ja, dann geht man auf die BuildMD. Und dort habt ihr wirklich die Möglichkeit, Stück für Stück durchzugehen und die erklären euch, wie man das Ding baut und was man dafür braucht. Und das wird laufen nur auf einer Linux, auf einem Ubuntu 18.04. Hey, das gehört zu den Voraussetzungen. Und wenn ihr auf die Prerequisites geht, das will ich euch jetzt auch mal zeigen, da ist das auch beschrieben. Und okay, Recommended Host System, da steht Hyperledger Avalon Services specific for the Enclave Manager and Listener should run on Ubuntu 18.04 by OpenGL. Und wenn ihr diese Plattform nicht habt, dann macht es keinen Sinn. Ihr müsst ihr könntet zum Beispiel eine Virtual-Maschine, also Virtualizer euch runterladen und dann könntet ihr darauf Ubuntu laufen lassen und für gewöhnlich nimmt man diese Oracle-Box, Virtual-Box und dann haut man da 18.04 Ubuntu drauf und dann kann man damit spielen, weil man kann diesen SGX auch simulieren. Da ändert sich jetzt momentan jeden 10. Tag etwas und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das machen. Das sind so die Voraussetzungen. Da auf jeden Fall solltet ihr euch nur an der GitHub-Seite orientieren. Ich habe auch versucht, das nachzubauen, was wir auf der Präsentation gemacht haben. Das macht keinen Sinn. Was allerdings wichtig ist, Moment, warum ist das jetzt so? Was aber ich vorschlagen würde und ich werde zu dieser Präsentation, die ich heute gemacht habe, auch ein Hands-on machen. Da werden wir so ein Laboratorium zusammenbauen. Ich bin Microsoft Trainer, ich unterrichte auch Administratoren und ich würde dann auf Azure
eine Virtual Machine bauen, also eine virtuelle Maschine. Das ist dann das Gute dabei ist, es ist viel besser dokumentiert als das, was ihr jetzt bei Avalon noch gesehen habt. Es ist die gleiche Technologie, das ist Intel SGX. Ja? Ihr könnt die Maschine beliebig stark machen. Das kostet euch dann vielleicht 20 Euro, wenn ihr alles das, was ich dort machen werde, nachbaut und dann das ganze Wochenende damit durchspielt. Und ihr könnt eine riesen Maschine bauen, ihr könnt alles versuchen, was ihr Lust habt, wozu ihr Lust habt, ihr könnt nichts kaputt machen. Und ihr lernt trotzdem die Intel SGX-Technologie kennen. Und derzeit ist es auch alles, was man euch praktisch zeigen kann. Deshalb habe ich mich auch dagegen entschieden, jetzt so eine Präsentation dann auch ein paar zu machen, wo wir Laboratorien selber hochziehen. Ich brauche dafür locker 1,5 Stunden. Allein schon die Theorie, die ich jetzt hineingepackt habe, hätte eigentlich ausgereicht für 3 Stunden. Aber wir müssen da schnell da durchgehen. Ansonsten auch auf Azure werdet ihr Ubuntu 18.04 benutzen. Das wollte ich auch zeigen. Das seht ihr auch in den technischen Spezifikationen. Und das Gute dabei ist, wenn ich da jetzt mit Azure schon durchgehe und euch das alles zeige, dann kriegt ihr all das, könnt ihr problemlos nachlesen. Und ja, wenn ihr dann ganz viel Lust habt, könnt ihr natürlich aus der Blockchain vielleicht darauf zurückgreifen. Und darauf das wird keinen Unterschied machen. Nochmal, Avalon, so wie es jetzt aufgebaut ist, wird mehr nicht leisten können. Aber das bedeutet nicht, dass die Reise nicht in die richtige Richtung geht. Avalon wird viel für uns leisten. Avalon ist wichtig, aber Avalon ist bei weitem noch nicht so weit. Die Cloud von Microsoft, aber Microsoft Azure, die ist es, ganz bestimmt. So, gehen wir mal weiter. Das ist jetzt so, da kommen wir jetzt so langsam zum Schluss. Da wollte ich euch auch noch in Erinnerung rufen. Also von Hyperledger Avalon wird auch sehr viel für andere Bereiche ausgehen. Und zwar, indem wir Hyperledger OSA dazu nehmen. Darüber habe ich euch erzählt. OSA hat sich bewiesen. OSA stellt das gesamte kryptografische Material bereit, um den Zero-Knowledge-Proof zu gewährleisten, funktionieren zu machen. Und wenn diese Entwicklung durch ist, dann haben wir einen riesen Schritt nach vorne gemacht, weil dann ist es eben halt nicht mehr nur Intel SGX. Und dann könnt ihr meinetwegen auch kombinieren, zum Beispiel. Da habt ihr zweimal Intel SGX und einmal den Zero Knowledge Proof. Das ist auch schon mal besser. Ja? Also man ist nicht weniger angreifbar, weil es ist noch sicherer und so weiter und so fort. Und das ist ein großes Feld. Daran wird intensiv gearbeitet und da bin ich sehr gespannt, ob da nicht vielleicht so in 3-4 Monaten schon etwas bei rumkommen kann. Dann Hyperledger Avalon wird im Rahmen der Confidential Computing Organisation wird Hyperledger Avalon auch auf andere Bereiche übergreifen. Und zum Beispiel etwas, was mich sehr, sehr fasziniert, ist der RISC-V. Das ist diese Idee, dass man einen Open-Source-Prozessor produziert, ne, wo wir wirklich alles wissen, was drin ist. Und das, was ich euch am Anfang erzählt habe, es wäre natürlich auch super, wenn dieser RISC-V, natürlich jetzt diesen Minix-System hätte, also weil in bestimmten Bereichen braucht man nicht das komplette Linux. Internet of Things braucht zum Beispiel nicht und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Bereiche und auch nur beim Networking, zum Beispiel Qualcomm-Prozessoren benutzen das auch nicht. Das sind so alles Dinge, die ich habe herausfinden müssen, als ich die Recherche zu dieser Präsentation gemacht habe. Ich habe unheimlich viele Dinge derzeit auslassen müssen, aber es ist ein ungeheuer breites Feld. Und es ist tatsächlich auch so, dass es innerhalb der Confidential Computing Fund, Confidential Computing Consortium, so heißt das Ding, da gibt es auch ein Projekt, das heißt Keystone. Und da will man diese Trusted Environments Architekturen und diese Enclaves
hineinbringen in den in die Prozessoren. Also wenn die Prozessoren schon entwickelt werden, sollen sie dafür geeignet sein und das wirklich unterstützen. Und dann könnte man dieser Sache noch viel, viel, viel mehr glauben. Und das wär eine super Sache. Und dass zum Beispiel so etwas innerhalb der Linux Foundation stattfindet, man kann viel über diese großen Unternehmen lästern und so, aber jeder, der darüber lästert, sollte vielleicht weniger lästern und sich der Linux Foundation widmen, weil hier stecken so viele Lösungsansätze drin, so viele Sachen wurden schon gelöst und so viele Sachen kann man damit machen und man kann sich sogar einbringen und ja, das ist der Weg, wie wir es machen könnten. Dann gibt es Open Enclave, das ist auch recht interessant, SGIS, SDK for Linux, vieles von der Technologie, die viele Administratoren zum Beispiel im Microsoft-Bereich in Azure haben, sehe ich das. Sie benutzen diese Technologien und sie konsumieren sie nur. Dabei ist aber das Verständnis für die Technologie selber gar nicht mal so sehr gegeben, weil dafür muss man eigentlich zu der Linux Foundation gehen und zum Beispiel in die Cloud Native einsteigen. Und ja, natürlich muss man daraus dann auch ein Produkt machen und Microsoft macht das dann zum Beispiel sehr gut oder IBM oder andere. Aber ja, die Technologie und die Lösungsansätze sind hier. Ja. Ein Torwart. Ich widme mich sehr, sehr gerne der Linux Foundation und dem Hyperledger-Ökosystem zu und ich finde es faszinierend und Avalon ist jetzt wieder so ein Ding, das ist aus dem Nichts gekommen und da sagt man, hey, wir haben da eine Lösung und es wird unheimlich viel uns auch bringen, auch wenn ich mich jetzt auch sehr kritisch darüber geäußert habe. Gut, ich habe versprochen meinen Kollegen, dass ich da sehr schnell durchkomme. Und dass ich nicht 1,5 Stunden reden werde. Das habe ich dann auch richtig versucht. Ich weiß, dass wir ungeheuer viel Stoff jetzt da innerhalb eines sehr kleinen Zeitraums durchgearbeitet haben. Noch einmal, ihr werdet, egal, aber das muss man dazu sagen, auch wenn ich 2 Stunden lang hier präsentiert hätte, ja, ihr hättet immer noch nicht alles verstanden. Das dauert. Ihr werdet euch die Sachen erarbeiten müssen, aber ich hoffe, ich habe euch einen guten Überblick gegeben über das, was kommt, was ist und wohin die Reise geht und wie man an die Sache ran kann. Und es wird noch einen zweiten Teil geben, da werden wir wieder so 50 Minuten verbrauchen, sicherlich eine Stunde locker, aber dann werden wir uns intensiv mit Intel SGX auseinandersetzen auf der Azure-Plattform, wo wir sehr viel Service dazu bekommen, wo wir eine moderne Plattform zur Verfügung haben und dann lernt ihr die Technologie auch kennen. Avalon andererseits wird irgendwann dann wieder ein Thema bei uns werden, wenn es dann production ready ist. Ja, vielen Dank. Hat jemand Fragen dazu? Super, vielen, vielen, vielen Dank, Ivan. Ja, Daniel ist hier. Ich hätte vielleicht einige Fragen, und zwar bezüglich, stellen wir uns vor, dass wir ein so Hyperledger-Fabrik-Umgebung haben, wo eigentlich unsere Chaincode-Containers können auch direkt auf ein so Trusted Execution Environment durchgeführt werden. Also die Frage ist dann, was bietet Avalon zusätzlich? Wo ist das Ding? Ja gut, also erst einmal, du wirst Situationen haben, wo du Processing Power brauchst, ja, wo du einfach berechnen musst. Und du willst, dass die Berechnungen stimmen. Es kann auch so sein, dass der Vertrag selber berechnet werden muss, zum Beispiel. Weiß nicht, das ist die billigste Variante, die ich jetzt, woran ich so gedacht habe, was wir implementieren könnten und was nicht so schwer wäre für ein Laboratorium, für den Anfänger, ist eine Kalkulation. Also 7 Apfel und jeder Apfel kostet 13 Cent. Ne? Und dann wird die Produktion, dann wird das ist in Smart Contract so erhalten und dann wird das vermittelt und die Trusted Environment Umgebung kalkuliert das alles und gibt das Ergebnis zurück. Das ist jetzt ein Fall. Aber in der Praxis wird es darauf hinausgehen, dass ihr
anderen Applikationen, die noch unterstützen können, auch noch andere Dinge machen können, dann könnte auch die Kommunikation durch Avalon laufen. Ich habe das nicht gesehen, aber das wäre eigentlich der etwas, wo ich glaube, dass ein ungeheuer viel Produktivität noch dazu käme. Also man könnte es missbrauchen, vielleicht fürs Networking. Das ist ein Werkzeug, je nachdem, was ihr da macht. Aber es werden, die haben in den Beispielen zum Beispiel, haben sie so Krankenakten hochgeholt aus dem Archiv und so. Das haben sie zum Beispiel gemacht. Und dann oder Krankenakten verändert. Und man wollte nicht alles auf der Blockchain haben. Und dann hat man einen Teil dieser Arbeit ausgelagert. Also das wäre auch so ein Ding, was man machen kann. Man wird vieles damit machen, aber entscheidend ist wirklich, dass die Applikationen, meiner Meinung nach, erstmal das Networking, was ich gesagt habe, dass die Blockchain auf den ganzen Service von der Cloud zurückgreifen kann, das ist etwas, was mich sehr interessieren würde. Und dass die Applikationen in der Cloud, weil große Teile des Unternehmens schon stecken, zum Beispiel die Buchhaltung, dass diese Applikationen nur auf die Blockchain durch den Avalon zugreifen können, dass die Applikation, die den Prozess auslöst, ja, von einer solchen Umgebung stammen muss, um sicher zu sein. Das ist etwas, was mich auch enorm interessiert. Das ist aber nichts anderes als das, was ich vorher gesagt habe, nur die andere Richtung. Und es wird haufenweise dafür Beispiele geben, weil die Cloud täglich mächtiger wird und man schiebt immer mehr da rein und sie bietet halt diese Möglichkeiten und die Applikation, die klassische Buchführung, all das, was wir noch nicht in der von Hyperledger Fabric abbilden können und auf absehbare Zeit nicht werden können, das wird immer mehr werden, aber noch ist zum Beispiel sowas wie SAP kann nicht komplett distribuiert werden, das läuft weit über das hinaus, was wir in der Lage sind zu leisten. Aber du kannst, manche Firmen haben tatsächlich die gesamte SAP auf die Cloud geschoben. Da hat Microsoft sogar ein extra Angebot für. Und dann könntest du aus deiner Unternehmensumgebung, die du gewohnt bist, die Blockchain auslösen. Und das wäre interessant. Ja, super, vielen Dank. Vielleicht hätte ich noch eine Frage. Und zwar, also die Frage ist, wie weit ist Avalon in Hyperledger Fabric Konsensus eingebaut? Ich meine, Fabric hat einen speziellen Konsensus, also zum Beispiel erste Simulation, dann Blockerstellung, dann Speicherung Blockchain. Also dann ist kann das tatsächlich eingebaut werden oder gibt es irgendwelche Workaround? Nein, eingebaut werden gar nicht. Also ich würde es auch nicht begrüßen. Nein, es ist vielmehr so, dass der Ordner, wenn man sich auf etwas geeinigt hat in der Blockchain, also im Hyperledger Konsortium, Fabric Konsortium, dass der dann durch die API grundsätzlich auf den Avalon zugreift und eine bestimmte Funktion auslöst. Das kann auch eine Zahlung sein. Aber Ivan, sollte es nicht eigentlich, jetzt von meinem Verständnis her, und das Daniel, das spricht eigentlich auch zu deinem Kommentar, ich hätte es verstanden, dass das in erster Linie während des Endorsements, während der Simulation des Chain Codes relevant ist, gell? Im Prinzip schon. Es ist, wenn wir uns das anschauen, ich bin da. Ich weiß, wir gehen jetzt total rein. Es geht sehr tief rein, das ist nicht das Problem. Das Prinzip ist sehr einfach. Ja? Also es gibt eine API und du greifst aus der Blockchain auf die API zu. Ja. Und wer immer die API hat, der greift darauf zu. Amen. So, und wenn wir uns jetzt mal den Hyperledger Fabric Flow anschauen, dann ist es ja tatsächlich so, dass wir mehrmals simulieren. Und die Simulierung, die berechnete Simulierung könnte man ja da auch machen. Ne? Und dann könnte man zurückschicken und sagen, ja, das ist okay, das Ergebnis ist in Ordnung. Ich bin da
Also machbar, möglich, ja, ich bin da kein Freund davon. Aus verschiedenen Gründen, weil dadurch wird eine sehr plattformunabhängige und abstrakte Struktur, die sich durch Distribution und durch Abstraktheit schützt, sehr an eine bestimmte Plattform gebunden. Das ist vielleicht dann irgendwann, wenn man nicht mehr nicht mehr auf Intel SGX angebunden sind, also wenn wir auch andere Möglichkeiten haben, dann wäre das vielleicht was. Es ist auch, also woran gearbeitet wird, ist, dass Zero Knowledge Proof zum Beispiel uns hilft bei der Skalierung von Hyperledger Fabric. Das, in die Richtung geht das. Dann reden wir schon von etwas, was meiner Meinung nach mehr Sinn hat. Momentan sehe ich, und das ist jetzt tatsächlich meine eigene Meinung, das ist auch, ja, das ist auch schon sehr gut, dass der Daniel diese Fragen gestellt hat. Deshalb habe ich das auch gemacht, dass es dieses neue Feature gibt bei Hyperledger Fabric von 2.0 aufwärts, dass auch Applikationen das starten können. Und das finde ich wichtiger, weil Intel SGX, auch wenn man der Technologie jetzt nicht zu 100% vertraut, es ist ja doch alles sehr sauber dokumentiert, dass die Cloud dann unter diesen Bedingungen darauf zugegriffen hat. Die Cloud wird auch uns helfen, entsprechend den Bedingungen des Landes, wo die Cloud steckt, zu arbeiten. Das spielt auch eine große Rolle. Und in diese Richtung würde ich derzeit denken, mehr. Und ja, aber ihr habt beide recht. Ja, klar, es ist nicht die... Nochmal, es ist ein Werkzeug. Ihr kommt gerade mit etwas rüber, was ich zum Beispiel nicht so machen würde. Aber man kann unterschiedlich an die Sache rangehen und trotzdem ein gutes Haus bauen. Vielleicht ist euer Weg der bessere. Also vielleicht könnte ich auch ein so konkreter Beispiel sagen, was ich ja, klar. Ganz genau meine. Also die Idee ist, dass ich möchte in Hyperledger Fabric verschlüsselte Daten speichern. Und zwar, also die Verarbeitung der Daten sollte in Chaincode-Container passieren. Jedoch ist es besser, wenn das nicht direkt in Chaincode passiert, sondern ist auslagert, zum Beispiel in Avalon. Also was ich brauchen würde, dass das Ding irgendwie mit Chaincode-Endorsement integriert. Und bei Endorsement irgendwie ist die Arbeit auslagert und dann Avalon oder ein Avalon-Container entschlüsselt die Daten mit einem speziellen Schlüssel, verarbeitet und dann gibt es zurück irgendwie also, in die Ordering Service und so weiter. Ja. Meinst du, dass es möglich ist oder ist es eine zu wilde Idee? Also du kannst... das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich... Also viele Fragen, die ihr jetzt so habt, die habe ich mir natürlich auch gestellt. Das ist auf Intel, von Intel und von Microsoft auch so viel, viel besser gelöst worden. Da gibt es Container und die verstehen Intel SGX. Und da kann man ganz anders damit arbeiten. Du hast, wenn du diese Enklave gebaut hast, ja, hier bei dieser E-Mail, ja, dann hast du eine Enklave. Du kannst aber auch einen ganzen Pool machen. Und der Pool, das können ja auch Container sein. Dann schiebst du die Arbeit zu denen, ja, und die werden auch isoliert die einzelnen Anfragen bearbeiten. Und noch etwas habe ich vergessen bei der Enklave zu sagen. Jeder Vorgang hat eine bestimmte Zeitdauer und hat auch einen bestimmten Schlüssel. Wenn der Vorgang durch ist, dann wird das gelöscht, ja. Und dann wird eine neue Enklave gemacht. Also du hast bei diesem App-Workload und wenn du, unsere Container an sich sind ja auch gut gesichert. Also den Alpine-Container, den brichst du auch nicht so ohne weiteres. Aber das hier geht jetzt doch in eine andere Richtung. Das ist, weil von deiner Frage her, in die Richtung, die du gehst, das, was du auslagerst, ja, ist mehr so nur die Funktion. Die löst etwas Bestimmtes aus. Das ist eine Berechnung. Du lagerst eine bestimmte Berechnung einer Applikation aus. Genau.
Und während ein Container ja eine Applikation ist in dem Sinne, also da kannst du ein ganzes Betriebssystem reinschieben. Also verstehst du, was du da eigentlich auslagerst, worum es geht? Ja, also ich möchte eine bestimmte Funktionalität auslagern in Chaincode Endorsement. Ja. Und das ist nicht so einfach, weil normalerweise Chaincode unterstützt nicht, dass du das irgendwie so hin und her mit anderen Pods oder Container deine Arbeit verteilst. Ja. Also dann deswegen ist meine Frage, ob vielleicht in Avalon gibt es dazu eine Unterstützung. Ja, klar. Also denn das Auslagern dieser Funktion, da stellen sie dir die APIs bereit. Und durch diese APIs greifst du dann auf die Intel SGX Software zu. Es gibt zwei Three-Way Handshakes, Public-Private Infrastructure, aufgebaut. Einmal zwischen der Blockchain und diesem TCF, diesem Middleware. Und dann innerhalb, also wenn diese Enklave gebaut wird, damit noch einer kreiert. Und so kann auch die Information von der Enklave bis zum Konsumenten gecheckt werden. Schieß los, was hast du? Kurze Frage dazu. Das heißt aber dann auch, dass du ein homogenes Netzwerk haben musst, also dass alle Teilnehmer dann SGX, weil es ja im Chaincode eingebaut ist und somit. Ja, es ist, also der Mann, dieser Herr Eugen, der das macht, daran habe ich auch schon gedacht, ob wenn ich meine Präsentation auf Englisch halten würde und dass wir den einladen, aber ich habe es auf Deutsch versprochen. Und das wäre dann eine interessante Diskussion mit ihm gewesen, weil ich habe nicht die Möglichkeit, ihn zu fragen jetzt. Und er ist der Chefarchitekt gewesen. Er sagt, Blockchains verhalten sich asynchron by nature. Und der Zugriff, seine API, also der Avalon, löst das Problem. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay. Ich verstehe, was er, also ich kann nachvollziehen, was er vielleicht sagen will, aber wie das technisch gelöst ist, wäre interessant. Aber gut. Ja, genau. Er sagt, das ist gelöst, weil, weil es eben diesen Scheduler gibt. Okay. Und dieser Scheduler ist in der Lage, die Zugriffe so zu steuern, dass da niemand den Überblick verliert. Und er ist auch in der Lage, auch so ein Pool, also der Pool, den gibt es noch nicht. Ich habe euch ja gezeigt, noch ist das nicht da. Aber auch wenn es ein Pool wäre, dann würde er immer noch den Überblick nicht verlieren. Allerdings, es ist auch so, weil, also die haben momentan das Ding angeschlossen, einmal an Fabric und einmal an Ethereum. Und es ist wohl so, dass wenn sie skalieren, sie sich mit der Fabrik schwer tun. Das kann ich mir so auch vorstellen. Aber Avalon wird sich auch verändern und ich glaube, auf lange Sicht hat Fabrik einfach den Vorteil, Fabrik ist ja im Prinzip deterministisch. Du kannst Fabrik dazu bringen, deterministisch darauf zuzugreifen. Und das können so in der Form und der Qualität andere wahrscheinlich nicht. Korrekt. Und das würde ich, das in die Richtung würde ich auch wohl gehen. Also das ist das, was ich mir wünschen würde für Avalon. Es ist, die Dokumentation ist sporadisch. Ich habe viel recherchieren müssen. Und ich habe auch, also die Fragen sind gut, ihr könnt weitere Fragen stellen, das ist super, aber es ist anspruchsvoll. Also ich weiß auch nicht, was er sich jetzt dabei gedacht hat, wie er weiter mit Hyperledger Fabric genau umgehen will. Und auch bei, ja. Aber du, Ivan, das ist eine gute Idee, vielleicht machen wir das mal, dass wir vielleicht einen Teil in Deutsch machen und dann laden wir ihn ein für ein Q&A. Ja, wir könnten alles in Englisch machen, er könnte von Anfang an zuhören, ich könnte die Präsentation machen weil ich würde auch gerne mit ihm mal diskutieren, er macht das auch, also er hat mehrere Meetups gemacht, ich habe mir die Meetups angeschaut, sie sind, also meiner Meinung nach, ich fand es wichtig, dass ich jetzt am Anfang angefangen habe. Und euch dahin gebracht habe, das macht er nie. Und er redet viel über Intel SGX. Ja. Und
Wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit Hyperledger Sawtooth bereits Intel SGX einmal erfolgreich implementiert. Richtig. Wir suchen den Mehrgewinn woanders. Also ich suche ihn zumindest. 100%, ja. Ja, und da so in die Richtung zu bewegen, und ich hätte auch viele Fragen dazu. Mhm. Aber wichtig ist für mich, dass ihr, die euch jetzt dieses Meetup angeschaut habt, dass ihr mal so eine Ahnung bekommt, wohin die Reise geht, wofür das gut ist, was man damit machen kann. Und ja, also ich habe definitiv jetzt ein Gefühl dafür bekommen. Also ich sehe es jetzt auch eher mit meinem Enterprise-Hut. Ich sehe jetzt nicht den Mehrwert auf einer Public Chain wie Ethereum. Also ich finde, das gehört in die Enterprise-Welt. Und du hast vollkommen recht, das ist vielleicht etwas, wo man Fabric noch kritisieren konnte, dass wir nicht so ein secure Computing Environment hatten wie auf Sawtooth. Also das wäre für mich gibt es dann kein Argument mehr, wenn das besteht, auf Sawtooth aufzubauen. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Dass das irgendwann mal Voraussetzung wird für diverse Zertifizierungen, um eine Blockchain-Lösung basierend auf Fabric zum Beispiel, du hast es erwähnt, im Gesundheitsbereich einzuführen oder im Government-Bereich. Oder, ja, oder. Wahrscheinlich schon, weil die großen, also vor allem staatliche Organisationen auf bestimmte Standards setzen werden. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass diese staatlichen Institutionen bis jetzt zumindest nicht das Talent gezeigt haben, sich zu arrangieren im Bereich zum Beispiel Linux Foundation, was sie könnten, aber offensichtlich mangelt es da auch an Verständnis. Die werden dann, wenn so eine seriöse Firma kommt, wie Intel zum Beispiel, oder halt IBM auch, also dann reagieren die eigentlich. Und wer immer ihnen das vorstellt, er wird sich aber wahrscheinlich sehr an dem, was in Linux Foundation entwickelt wurde, orientieren. Er wird zumindest das als Ausgangspunkt nehmen. Weil auch für Intel SGX war der Anfang, also das Betriebssystem, das die einmal wohl kopiert haben, ist Mimix. Mimix heißt das, ne? Der Name setzt sich zusammen aus Unix und Minimum. Und ja, klar. Ein Mini-Unix. Absolut Sens. Ja. War eine schöne Story. Und mir hat das Buchcover gefallen, by the way. Ja, das Buchcover, dass es alles tatsächlich so gibt. Also der Typ heißt tatsächlich Tannenbaum. Ja, gut. Tannenbaum. Und wenn man sich für Hardware und Blockchain interessiert, dann sollte man etwas über Mikrokernels wissen, weil für viele Dinge, die wir machen werden Mikrokernels wichtig sein. Das ist meine Überzeugung. Es war für mich nicht einfach zu entscheiden, was in diese Präsentation gehört und was nicht. Und wie auch die Entstehungsgeschichte ist doch relativ komplex, aber Intel hat vieles offengelegt im Bereich Intel SGX. Da arbeiten sie gut mit der Open mit der Community zusammen. Den Zugriff auf die Intel ME, also Management Engine, haben wir nie bekommen. Das ist, denke ich, das ist deren IP, das ist ganz klar. Aber es ist schon interessant, dass diese Intel-ME eben viel, viel mehr tut, als sie eigentlich tun müsste. Und sie ist groß und sehr fett, die Datei. Mhm. Und auch das Intel-ME, wo das überall zugreifen kann und so. Also es ist wirklich gut, dass wir auch diese andere Intel-SGX haben. Und Intel-SGX hat sich relativ stabil gezeigt. Es gab jetzt ein kleines Problem mit Apple. Bei Apple Pay, das ging kurz durch die Presse, aber das war auch jetzt nicht so die weltbewegende Story. Und ja, also es gibt viel, viel mehr Gerüchte und nutzlose Kommentare als wirklich Fallbeispiele, wo ein Hacker das wirklich hat benutzen können. Okay, Daniel, hast du noch Fragen? Oder der Julien? Wir haben noch einen Zuhörer haben wir noch. Außer den aber Daniel. Die anderen haben sich alle sehr höflich verabschiedet. Also ja? Nein, aus meiner Sicht hast du es extrem gut zusammengefasst. Also
Ja, klar, du hast vollkommen recht. Man kann Stunden über solche Themen sprechen, aber die Kunst ist, in wenigen Worten das Essentielle rüberzubringen. Und aus meiner Sicht hast du das sehr gut gemacht. Gut, also die Leute waren zufrieden, ja? Ja, es war absolut eine tolle Präsentation. Also Fragen hätte ich noch wahrscheinlich, aber dann wahrscheinlich ist es besser, wenn ich die Dokumentation erstens durchlese. No, aber ein, zwei können wir noch machen und dann, weil bis 18:30 haben wir das Ganze gebucht. Ich habe mir gedacht, dass die Leute auch sich engagieren wollen. Ich freue mich ja, dass du grundsätzlich da Fragen hast. Also du bist uns willkommen. Schieß los. Ja, also was ich generell überlege, also im Public Blockchain Bereich gibt es die Möglichkeit, so eine externe Oraculum oder Oracle zu haben. Und dann bei einem externen Oraculum kannst du auch so Berechnungen durchführen. Ja, Ergebnis zurückgeben. Entschuldigung, also, eine Sache nur. Das Ding ist tatsächlich aus der Zusammenarbeit mit Enterprise, mit Ethereum entstanden. Und in Ethereum ist auch die Dokumentation wesentlich besser. Inwieweit das uns greift, ist jetzt die Frage. Aber ja, schieß los. Also, wo ich ein bisschen Brainstorming habe, ob die zwei Lösungen oder Möglichkeiten sind eigentlich identisch oder ähnlich oder total unterschiedlich. Also das, was Ethereum macht im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier sehen. Also zum Beispiel, wenn ich mich nicht irre, Provable ist die Lösung, das ist ein externes Oraculum-System, wo du nicht nur externe Daten irgendwie reinbringen kannst, aber auch so externe Berechnungen durchführen kannst. Und dann das Ding theoretisch funktioniert auch mit so Konsortium Ethereum-Netzwerk. Also deswegen überlege ich, ob die sind so ähnliche Sachen oder nicht. Ich habe vom Prinzip her ist die Frage jetzt, wenn du dir die anderen Sachen anschaust, ja, dann musst du bei denen kurz unter die Haube schauen und fragen, was für eine Technologie sie benutzen. AMD-Prozessoren haben auch etwas Vergleichbares. Das ist nicht nur eine Intel-Geschichte. Du musst schauen, was für eine Technologie sie benutzen. Wahrscheinlich hat das Ding vielleicht einfach nur einen anderen Namen und dann ist wieder nur Intel SGX dahinter. Ja? Deshalb habe ich mich natürlich zum Beispiel bei dieser Präsentation dafür entschieden, dass wir noch eine Hands-on-Session machen, wo wir ein Laboratorium haben. Aber das machen wir dann auf Azure, weil wir dann wirklich den Service und die Infrastruktur haben. Wenn du andere Anbieter für Berechnungen haben möchtest und sie dich interessieren, schau in die Dokumentation, schau, was für eine Technologie sie benutzen, hey, und dann weißt du, wenn da jetzt wieder steht, sowas wie Intel SGX oder TEE oder wenn du diese Sachen siehst, dann ist es eigentlich die gleiche Verpackung. Also dann ist es eine andere Verpackung, aber der gleiche Inhalt. Was für uns wichtig ist, für uns, die sich für diese Technologie begeistern und fragen für das Hyperledger, ist, es wird richtig interessant, wenn es innerhalb der Linux Foundation ist. Dann haben wir vollen Zugriff drauf, dann gibt es eine andere Form der Zusammenarbeit, dann wissen wir, wie die Governance funktioniert, dann ist die Community stark und groß genug und viele, viele andere Dinge. Ne? Also deshalb, links und rechts von Linux Foundation habe ich jetzt nicht so genau geschaut. Aber die Technologie an sich, die gleicht sich mit einem dem anderen. Also du hast was die anderen Prozessoren bauen, ist recht gleich, also die anderen in dem Bereich, wo Intel auch tätig ist. Das macht ungefähr, also das macht nichts aus, das ist schon sehr ähnlich. Ja, alles klar, also wie gesagt, also erstens sollte ich eigentlich die Dokumentation durchlesen und dann weiß ich eigentlich mehr. Aber dann das war auf jeden Fall eine super tolle Präsentation. Danke, danke. Es war ein anspruchsvolles Thema. Gut.